Hey ho meine Lieben, heute gibt es ein kleines Zwischenvideo. Wir machen was für mein geplantes Mördervideo. Mhm. Darfst auch herkommen. Darf ich? Ja. Hallo. Und zwar waren wir ja letztens in so einer Fastfood-Kette, wo es Coleslaw gegeben hat, wo ich darauf verzichtet habe, weil er so teuer war. Und jetzt hat Manu gesagt, können wir doch mal selber machen. Und ihr wisst ja aus dem vorletzten Manu-Video, sie hat so viele Kohlköpfe eingekauft. Und darum machen wir heute eine Coleslaw. Genau. Genau. Und ab in die kleine, aber feine Küche. Genau. Attacke! So meine Lieben, wir haben eigentlich jetzt wirklich alles liegen, bis auf die Schüssel, was wir benötigen. Wir haben für ein Coleslaw einen Weißkohl. Da wird man wahrscheinlich einen halben oder einen dreiviertligen nehmen in der Richtung. Zwei mega große Möhrchen. Da könnte man fast sogar ein bisschen mehr von dem Kohl nehmen. Mayo, eine Zwiebel. Da werden wir so die Hälfte in etwa nehmen. Salz, Pfeffer. Hier steht noch der Zucker. An Weinessig. Mhm. Ein bisschen Zitronensaft. Messer, an Löffel dann. Und eine Reibe. Und ja, das ist im Prinzip alles, was wir für den Coleslaw benötigen. Dann legen wir ganz einfach los. Genau. Zuallererst wird der Weißkohl, ja. Kohlkopf, in circa 2 mm dicke Streifen schön fein geschnitten. Also dieses Mal kein Thermomix-Gemansche, so wie wir es einmal gehabt haben. Erst einmal halbieren. Jawohl, Strunk raus. Am besten noch die Finger abschneiden. Na komm raus, du Feigling. So, der ist auch schon draußen. Das Blatt entsorgen wir auch noch. Und dann schauen wir wirklich, dass wir den erst einmal so durchschneiden. Also ich probiere es jetzt einmal. Eigentlich wollte ich längere Streifen. Spatzel, habe ich den jetzt falsch angefangen zum Schneiden? Falsch rum? Ja, habe ich. Ein bisschen. Tja, ich wusste es doch, dass Manu den viel besser schneidet als ich. Ganz, ganz dünn. Richtig geil, richtig geil. Ganz dünn. Willst du gleich die Schüssel haben? Da kannst du schon mal einladen. Genau, kleine Schüssel. Ganz, ganz dünn muss man das schneiden. Dann hack das Zeug von mir einfach noch ein bisschen kleiner und hau das dann mit dazu. Ja. Irgendwie so. Ja, guck mal, so schön. Also Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich die letzte Szene aufgenommen habe, wieder mal. Aber der halbe Weißkohlkopf hat gereicht. Und deswegen nehmen wir auch bloß eine Möhre und die wird jetzt hier auch schön durchgerubbelt. Und dann hat man wirklich einen Coleslaw, wie er sein soll. Ja, und in der nächsten Runde geht es dann im Prinzip, nennen wir es mal mit dem Würzen weiter. Tja, fast hätten wir sie vergessen. Die Zwiebel, dann nehmen wir auch bloß eine halbe. Naja, so wie Spatzel halbiert hat, ist es eine dreiviertelige. Und die wird jetzt auch ganz fein geschnitten und gehäckselt und kommt dann auch noch mit in die Schüssel rein. So Leute, weiter geht's.
So, jetzt frei nach Gefühl. Erst einmal. Und nachher können wir ja noch definitiv schön abschmecken. Ein bisschen Pfeffer. Zucker, Zucker. Ja, und dann Handschuh. Ziehe ich mir einen Handschuh an. Dann wird das Ganze jetzt erstmal ordentlich schön durchgeknetet. Eben wächst im Kraut. Also da kann man sich jetzt durchaus ein bisschen Zeit lassen. Das so, ich weiß nicht, wie sagt man da? 10 Minuten. Hä? Nee, ich meine jetzt mit dem Durchkneten. Ja, dass die... Der Brechen der Fasern genau, oder so ähnlich. Genau. So Leute, das reicht jetzt. Spatzel, dein Einsatz. Ja. Zitronensaft, Teelöffel. Circa einen halben Teelöffel, das reicht. Mehr braucht man da nicht. Gut, gut. Dasselbe von dem Essig. Ja, oder knapp einen Teelöffel. Gut. Das war so voller Teelöffel. Ja, und jetzt kannst du die Mayo rein pumpen. Da tut man jetzt rein nach Gefühl. Gut. Und dann tun wir das noch einmal schön vermischen. Zucker hast du drin? Ja. Gut. Muss ich erstmal hier das Zeug loswerden. Das wäre ja viel zu schade, wenn ich den Handschuh so ausziehe und das weghau. So, Freunde, und jetzt kommt das Allerschönste natürlich, wieder das Probiererle. Morgen. Nö. Ich habe hier kein Déjà-vu. So. Den probieren wir jetzt erst einmal. Ich muss ja wissen, ob der auch schmeckt. Weil ohne Probiererle geht dieses Mal gar nichts. Geil, richtig geil. Der darf jetzt noch bis morgen durchziehen und morgen gibt es den dann mit dazu oder wird mit eingebaut. Mhm. Spatzel. Mhm. Du darfst natürlich auch noch probieren. Mhm. Ab in den Hals. Ja. Ja, so, gut. So einfach kann man ohne Gerätschaften großartig, ohne elektrische Gerätschaften ein Coleslaw machen. Und ich finde, der schmeckt definitiv besser. Jo, Leute, das war's mit dem kurzen Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao, Ikowski. Tschüss. Däumchen nach oben und Abo nicht vergessen. Geh mal.